بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Herzlich willkommen, liebe Brüder und Schwestern. Ich erinnere daran, die aufrichtige Absicht für Allah im Herzen zu fassen und denke daran, dass die Zeit im Ramadan sehr schnell vergeht. Deswegen solltet ihr alle die Zeit im Ramadan sinnvoll nutzen und nicht vergeuden. Denn Ramadan ist die Chance des Lebens, die sich vielleicht für uns nicht noch einmal bieten wird. Allah möge uns Ramadan so erleben lassen, wie er es liebt. Allah, der Erhabene, sagt im edlen Koran: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Das bedeutet: Und was euch der Gesandte gibt, was der Gesandte euch lehrt, das nehmt an. Und was er euch untersagt, dessen enthaltet euch. Das bedeutet, wir haben das zu befolgen, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht hat. Und wir haben das zu unterlassen, was der Prophet Muhammad untersagt hat. Alles andere führt nicht zum Erfolg. Alles, was den Lehren des Propheten widerspricht, hat kein gutes Resultat und führt nicht zum Erfolg. Auch wenn es am Anfang vielleicht so aussieht, als würde es zum Erfolg führen, aber in Wirklichkeit wird es nicht zum Erfolg führen. Haltet immer am Glauben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fest. Inshallah werden wir weitermachen. Und wir haben ja gestern gesagt, wenn man sagt, ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte von Allah ist, dann hat das mehrere Bedeutungen. Dazu gehört, wir sind fest davon überzeugt, dass die Muslime am Tag des jüngsten Gerichts, während sie im Paradies sind, mit ihren Augen Allah, den Erhabenen, sehen werden. Nicht wie das Geschöpf gesehen wird. Sie werden Allah sehen, während sie im Paradies sind, und sie werden Allah sehen, der nicht wie das Geschöpf ist, ohne Gestalt, ohne Ort und ohne Richtung. Merkt ihr diese Regel? Nicht wie das Geschöpf gesehen wird. Allah wird gesehen, aber nicht wie die Geschöpfe gesehen werden. Das ist unsere Überzeugung. Allah ist kein Körper, der einen freien Raum füllt. Also bewohnt er keine Richtung und existiert ohne Ort. Derjenige, der in einer Richtung ist und einen Ort bewohnt, der hat ganz viele Gleichnisse. Aber Allah hat kein Gleichnis, denn Allah sagt: وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Allah hat kein Gleichnis. وَاللَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. Allah ähnelt absolut nichts und niemandem. Allah sagt: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ. Also am Tag des jüngsten Gerichts werden Gesichter strahlen vor Freude. Manchmal lacht man und ist glücklich und freut sich, und da sieht man einem Menschen an, als würde der Mensch dann im Gesicht strahlen. Allah sagt: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ. Also es gibt Gesichter am Tag des jüngsten Gerichts, die strahlen werden. إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. Warum diese Freude und warum strahlen diese Gesichter? Weil sie ihren Schöpfer sehen. Weil sie ihren Schöpfer, jene Allah, den Erhabenen, sehen. Aber wie gesagt, nicht wie das Geschöpf gesehen wird. Wir glauben daran, dass die Paradiesbewohner, während sie im Paradies sind, Allah, den Erhabenen, mit ihren Augen sehen werden, aber nicht wie das Geschöpf gesehen wird. Denn Allah ähnelt nichts und niemandem. Zu dem, was der Prophet Muhammad a.s. uns beigebracht hat, gehört der Glaube an die Engel. Wenn ich sage, Muhammadur Rasulullah, also wenn ich sage, Muhammad ist der Gesandte von Allah, das bedeutet, ich
glaube an die Existenz der Engel. Und die Engel sind bei Allah geehrt, begehen keine Sünden und machen das, was Allah ihnen befiehlt. Sie haben kein Geschlecht, weder männliches Geschlecht noch weibliches Geschlecht. Sie sind keine Männer und keine Frauen, keine Jungen und keine Mädchen. Sie essen nicht, trinken nicht, schlafen nicht, werden nicht müde. Wenn die Engel in der Qadr-Nacht die Erde füllen und von oben runterkommen, und ihr wisst, es gibt eine Entfernung von 500 Jahren bis zum ersten Himmel und 500 Jahre bis zum zweiten Himmel, vom ersten Himmel bis zum zweiten Himmel, wieder 500 Jahre und so weiter. Zwischen jedem Himmel und dem anderen 500 Jahre. Wenn die Engel dann herunterkommen, haben sie keine Strapazen, sie werden nicht müde. Du läufst hier 2-3 Kilometer und irgendwann bist du müde. Aber die Engel werden nicht müde. Wenn sie Allah gegenüber gehorsam sind, dann werden sie nicht müde. Wenn wir sagen, Muhammadur Rasulullah, Muhammad ist der Gesandte von Allah, das heißt, wir glauben an alle Propheten, von Adam bis Muhammad alayhim as-salatu was-salam. Alle hatten eine Religion, einen Glauben, alle haben La ilaha illallah gesagt. Der arabische Prophet in seiner Sprache und der nicht-arabische Prophet in seiner Sprache. Und was ist der Unterschied zwischen Prophet und Gesandter? Ganz leicht. Jeder Gesandte ist ein Prophet. Aber nicht jeder Prophet ist ein Gesandter. Ein Gesandter ist jemand, den Allah auserwählt. Ein Mann, der von Allah auserwählt wird, der die Aufgabe hat, die Botschaft Gottes zu verkünden und eine neue Gesetzgebung. Das ist ein Gesandter. Ein Prophet ist nicht immer ein Gesandter. Ein Prophet wurde auch von Allah auserwählt und hat auch die Aufgabe, die Botschaft Gottes zu verkünden, aber verkündet keine neue Botschaft, sondern verkündet keine neue Gesetzgebung, sondern verkündet die Gesetzgebung, die vor ihm war. Welche Gesetzgebung war vor diesem Propheten, der kein Gesandter ist? Diese Gesetzgebung verkündet er. Er kommt mit keiner neuen Gesetzgebung, sondern verkündet die Gesetzgebung des Propheten, des Gesandten vor ihm. Und wenn wir sagen, Muhammadur Rasulullah, Muhammad ist der Gesandte von Allah, das bedeutet, wir sind der festen Überzeugung, dass Muhammad der letzte Prophet ist. Nach ihm gibt es keinen neuen Propheten. Jesus wird auf die Erde herunterkommen. Aber er ist kein neuer Prophet, sondern er war ein Prophet, bevor der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Prophetentum erhielt. Also, es gibt nach dem Prophet Muhammad keinen neuen Propheten. Derjenige, der behauptet, nach dem Prophet Muhammad ein neuer Prophet zu sein, ist kein Muslim. Und auch jeder, der ihm glaubt, und auch jeder, der daran zweifelt, ob er ein Prophet wäre oder nicht. Deswegen achtet darauf, diese Menschen, die sich zum Islam zählen und behaupten, dass ihr Anführer ein Prophet wäre, der vor 120 Jahren gelebt hat, diese Menschen sind keine Muslime. Diese Menschen sind keine Muslime, auch wenn sie islamische Kleidung tragen, auch wenn sie ein Bart tragen, auch wenn sie islamische Namen tragen, diese Menschen sind keine Muslime, weil Allah uns im Koran berichtet, dass der Prophet Muhammad der letzte Prophet ist, und sie widersprechen diesem und sagen, dass ihr Anführer ein neuer Prophet wäre. Wenn wir Muhammadur Rasulullah sagen, Muhammad ist der Gesandte von Allah, das bedeutet, wir sind im Herzen der festen Überzeugung, dass er der beste Mensch ist und dass er das ranghöchste Geschöpf von Allah ist. Es gibt keinen besseren als den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam unter den Geschöpfen. Wenn wir Muhammadur Rasulullah sagen, das bedeutet, wir sind fest davon überzeugt, dass Allah himmlische Bücher offenbart hat. Es gibt 104 himmlische Bücher.
Die bekanntesten sind vier. Alle Bücher rufen zu einer Religion und das ist der Islam. Die bekanntesten himmlischen Bücher sind vier. Der Koran, es ist das letzte und beste himmlische Buch und wurde von Allah geschützt vor der Verfälschung. Dann haben wir At-Taurat, Al-Injil und Az-Zabur. Diese drei Bücher wurden mit der Zeit verfälscht. At-Taurat im Arabischen sagen wir At-Taurat, im Deutschen die Tora. Al-Injil im Deutschen das Evangelium. Az-Zabur im Deutschen die Psalter. Die Tora wurde dem Propheten Musa a.s. offenbart, das Evangelium dem Propheten Jesus und die Psalter dem Propheten David. Möge Allah allen Propheten einen höheren Rang geben. Also wir sind fest davon überzeugt, dass diese Bücher von Allah sind. Der Koran ist von Allah und wurde von keinem Menschen und von keinem anderen Geschöpf verfasst. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ist der Gesandte von Allah. Das bedeutet, wir sind fest davon überzeugt, dass alles, was in dieser Schöpfung geschieht, ob gut oder schlecht, angenehm oder unangenehm, süß oder bitter, mit der Vorherbestimmung von Allah geschieht. Also wir haben alle die Überzeugung, dass Gott mit der Vorherbestimmung beschrieben ist. Und alles, was in dieser Schöpfung geschieht, geschieht nur mit dem Willen von Allah. Es gibt nichts in dieser Schöpfung, was ohne den Willen von Allah geschehen würde. Oder ohne das Wissen von Allah geschehen würde. Oder ohne die Vorherbestimmung von Allah geschehen würde. Das gilt für das Gute und für das Schlechte. Für das Angenehme und für das Unangenehme. Für das Süße und für das Bittere. Allahu Ta'ala hat uns befohlen, das Gute zu tun. Liebt das Gute und akzeptiert das Gute. Aber er hat uns untersagt, das Schlechte zu tun. Er liebt das Schlechte nicht und hat nichts zum Schlechten befohlen. Wenn der Mensch das Schlechte tut, dann tut er es mit seinem Willen, mit seiner Entscheidung. Und wenn der Mensch das Gute ausführt, dann auch. Dann tut er es auch mit Wille, mit Entscheidung und er wird dazu nicht gezwungen. Wer Gutes tut, der verdient die Belohnung von Allah. Und wer Schlechtes tut, der verdient die Strafe von Allah. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ. Wenn du Gutes tust, dann hast du den Lohn, inshallah, dafür. Wenn du Schlechtes tust, dann verdienst du die Strafe von Allah. Also, Allah hat alles vorherbestimmt. Allah sagt, إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. Das bedeutet, Allah hat alles gemäß seiner Vorherbestimmung erschaffen. Die Vorherbestimmung von Allah verändert sich nicht. Allah selbst verändert sich nicht. Und seine Eigenschaften verändern sich auch nicht. Die Geschöpfe verändern sich, weil Allah sie verändert. Wenn Allah sich verändern würde, dann würde das bedeuten, dass jemand Allah verändern würde. Allah ist auf niemanden angewiesen. Und niemand kann Allah verändern. Wenn wir Muhammadur Rasulullah sagen, Muhammad ist der Gesandte von Allah, dann heißt das, wir glauben an alle Propheten von Allah. Alle Propheten von Allah waren wahrhaftig. Keiner hat gelogen. Alle Propheten waren treu. Keiner von ihnen war untreu. Alle Propheten waren intelligent. Keiner von ihnen war dumm. Alle Propheten waren mutig, keiner von ihnen war feige. Alle Propheten waren ehrenhaft, keiner von ihnen war unanständig. Allah, der Erhabene, hat sie alle weise sein lassen. Hukama, es gab keinen Törichten unter ihnen. Torheit ist das Handeln entgegen der Weisheit. Es gab keinen Propheten, der entgegen der Weisheit gehandelt oder gesprochen hätte. Allah hat sie alle geschützt vor den Eigenschaften und Krankheiten und Aussagen und Handlungen, die die Menschen von ihnen abstoßen würden. Manchmal siehst du einen Menschen,
der beginnt, manchmal siehst du einen normalen Menschen, der fängt an zu sprechen, da bekommst du schon Gänsehaut vor Fremdschämen, ja? Unter den Propheten gibt es sowas nicht. Manchmal siehst du einen Menschen, du hast nicht gehört, wie er spricht, aber allein, wie er sich verhält, sagst du, was ist das denn? Alhamdulillah, dass ich nicht so bin. Unter den Propheten gibt es sowas nicht. Allah hat sie alle davor geschützt. Abstoßende Aussagen oder abstoßende Handlungen oder abstoßende Krankheiten zu haben. So etwas hatten sie nicht. Sie waren alle geschützt. Zu jeder Zeit, bitte merkt ihr das genau. Zu jeder Zeit waren sie vor dem Unglauben, vor den großen Sünden und vor den kleinen, erniedrigenden Sünden geschützt. Es gab keinen Propheten, der jemals in seinem Leben Unglauben begangen hätte oder eine große Sünde oder eine kleine, erniedrigende Sünde. Sogar hat Allah alle Propheten vor dem Versprecher geschützt. Es gab keinen Propheten, der etwas gesagt hätte, was er nicht sagen wollte. Alles, was sie gesagt haben, haben sie auch beabsichtigt zu sagen. Allah hat sie geschützt vor dem Shaitan. Der Shaitan ist nicht in der Lage, mit der Zunge der Propheten zu sprechen. Er hat keine Macht über die Zungen und über den Verstand der Propheten. Hat er nicht. Allah hat sie alle davor geschützt. Also, sie begehen kein Sabiq Lisan, kein Versprecher. Sie haben den besten Charakter. Sie haben die besten Gesichter. Und sie haben die besten Stimmen. Möge Allah euch alle den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dieser Nacht im Traum sehen lassen, während er mit euch spricht und euch die frohe Botschaft überbringt, dass ihr das Paradies ohne vorherige Bestrafung mit euren Angehörigen betreten werdet, inshallah. Der Prophet Ibrahim alaihi salam ist der Vater der Propheten. Er ist nicht der erste Prophet, aber die meisten Propheten stammten von ihm ab. Deswegen wird er als Vater der Propheten bezeichnet. War ein Muslim. Allah hat ihn im Koran als Muslim bezeichnet. Also waren alle Propheten was? Auf einer Religion. Nicht auf drei, nicht auf zwei, sondern auf einer einzigen Religion. Und das ist der Islam. Ibrahim hat nicht gelogen. Und Ibrahim hat auch keine Statuen angebetet. Und Ibrahim hat auch nicht an der Existenz von Allah gezweifelt, sondern von klein an hatte er im Herzen den richtigen Glauben. Es gibt Leute, die lügen über Ibrahim und sagen, Ibrahim wusste nicht, wer Allah ist. Dann hat er die Sonne gesehen und hat gesagt, das ist Allah. A'uzu billah. Ist gelogen, so etwas. Dann sagen sie, dann hat er den Mond gesehen. Dann hat er gesagt, das ist Allah. A'uzu billah, das ist ein Prophet, der von Gott gesandt wurde. Dann sagen sie, er hat einen Himmelskörper gesehen, dann hat er gesagt, das ist Allah. A'uzu billah, das ist ein Prophet. Schau mal, wenn du jemanden zu einer Sache beauftragen willst, du suchst dir einen aus, der dich repräsentiert, dich und deine Familie. Suchst du irgendjemanden aus? Jemanden, der nicht sprechen kann? Jemanden, der fehlerhaft ist? Jemand, der das Gegenteil mal gemacht hat von dem, was er den Menschen sagen soll? Oder würdest du jemanden aussuchen, den die Leute akzeptieren, der von den Menschen nicht abgestoßen wird aufgrund seines Aussehens oder aufgrund seiner Sprechart oder aufgrund dessen, was er getan hat, bevor er dazu aufgerufen hat? Du würdest den Besten aussuchen, auch wenn du eine Firma hast. Sagen wir mal, du hast eine Firma und du willst zur Messe dort deine Ware ausstellen. Wer ist der beste Arbeiter bei dir? Den stellst du dort ein, damit du neue Kunden und so viele Kunden wie möglich bekommst. Da passt es dann, dass man sagt, Allah hätte einen Propheten gesandt, der mal Unglauben begangen hätte und dann den Menschen gesagt hätte, oh ihr Menschen, begeht keinen Unglauben, glaubt immer an das Richtige. Die Leute hätten dann gesagt, du hast doch letztens selber Unglauben begangen. Du hast doch letztens selber das und das getan, was du uns jetzt untersagst.
Damit niemand die Möglichkeit hat, das zu sagen, hat Allah die Tür geschlossen und die Propheten davor geschützt. Die Menschen hatten keine Begründung zu sagen, wir glauben nicht an diesen Propheten, weil er sagt, glaubt und er hat mal selber nicht geglaubt. Oder er sagt, begeht keinen Unglauben und er selber hat mal Unglauben begangen. Allah hat die Propheten davor geschützt. Die Menschen hatten nicht die Möglichkeit zu sagen, wir glauben diesen Propheten nicht, weil er mal gelogen hat. Oder wir glauben diesen Propheten nicht, weil er untreu ist. Allah hat alle Propheten davor geschützt. Auch den Propheten Ibrahim a.s. Der Prophet David hat keinen Verrat und keine Untreue begangen. Es gibt Leute, die behaupten etwas über den Propheten David, was gar nicht stimmt. Sie sagen, er hätte mal einer Frau beim Baden zugeschaut. Und dann hätte sie ihm gefallen. A'uzubillah. Sie sprechen hier über einen Propheten. Stell dir vor, der Lehrer, der hier unterrichtet, würde so etwas begehen. Würdest du bei ihm noch lernen kommen? Würdest sagen, soll sich selber mal anschauen und verbessern, bevor er die Leute unterrichtet. Damit das nicht geschieht, hat Allah die Propheten vor so etwas geschützt. Sie sagen, dann hätte er sich in diese Frau verliebt, aber diese Frau war verheiratet, sagen sie. Und wie will er den Mann dieser Frau loswerden und sie heiraten? Sie sagen, der Mann dieser Frau war ein Armeeführer gewesen. Dann hätte der Prophet David das alles gelogen, ja? Sie sagen, dann hätte er diesen Armeeführer in eine Schlacht ziehen lassen, in der jeder Armeeführer getötet wurde, damit er ihn los wird und seine Frau heiratet. A'uzu billah, so etwas ist gelogen. So etwas stimmt nicht. So etwas ist eine dreiste Lüge über den Propheten David a.s. Der Prophet Isa hat wie alle Propheten kein Alkohol getrunken. Es gibt Leute, die sagen, Isa hätte gesagt, etwas Alkohol, ein wenig Alkohol ist etwas, was das Herz erfreut. Sowas stimmt nicht. Isa hat so etwas nicht gesagt. Isa alayhi salam hat niemals Alkohol getrunken und niemals ermutet, Alkohol zu trinken. Niemals hat er jemanden motiviert, Alkohol zu trinken. Der Prophet Ayyub, kennt ihr das Wort Hiobs Botschaft? Das kennen die Fußballer. Hiobs Botschaft. Der Spieler so und so hat Kreuzbandriss. 6 Monate Pause. Früher war das so, ja. Was bedeutet Hiobs Botschaft? Hiob, Ayyub, ja, eine Botschaft. Nur das verbinden sie mit Ayyub, alayhi salam. Ja, also Hiobs Botschaft, ja, eine sehr traurige Nachricht, eine sehr, sehr schlimme Nachricht, verbinden sie mit Ayyub. Ayyub war ein Prophet Gottes. Ayyub war 18 Jahre lang krank. Propheten wurden krank, aber es waren keine abstoßenden Krankheiten. Aus den Propheten sind niemals Würmer ausgetreten. Es gibt Leute, die lügen über Ayyub und sagen, dass aus dem Körper von Ayyub Würmer ausgetreten wären und dass er irgendwann verfault wäre und auf den Müllhaufen geworfen worden wäre. A'uzu billah, ist ein Prophet. Leider werden diese Geschichten von Menschen erzählt, die sich zum Islam zuzählen. Bitte glaubt so etwas nicht. Glaubt so etwas niemals in Bezug auf einen Propheten. Wir sagen, er war krank, aber es war keine abstoßende Krankheit. Es gibt Leute, die erzählen falsche Sachen über die Propheten. Bitte seid vorsichtig. Der Prophet Musa a.s. hat nicht gestottert. Wenn er gesprochen hatte, hat er nicht gestottert gehabt. Er hat leicht gesprochen, also langsam gesprochen, aber verständlich. Allah berichtet uns im Koran über das Bittgebet von Musa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Er bat Allah darum, den Knoten aus seiner Zunge zu entfernen, der Grund dafür war, dass er langsam gesprochen hat.
nicht undeutlich, nicht gestottert, sondern langsam. Warum? Weil er, als er klein war, eine glühende Kohle in seinen Mund gelegt hat. Deswegen hat er danach langsam gesprochen, aber nicht gestottert. Er hat auch nicht die Buchstaben verwechselt. Manchmal sprechen manche Menschen bestimmte Buchstaben anders aus. Ja, sie wollen Ra sagen, Rahman, dann sagen sie Rahman. Die Propheten waren vor so etwas geschützt. Und auch der Prophet Musa, alayhi salam. Wir sagen nicht, der Prophet Musa war ein Asabi, jemand, der immer reizbar war und aggressiv und schlecht gelaunt war. A'udhu billah. So etwas darf man nicht in Bezug auf den Propheten Musa, alayhi salam, sagen. Alle Propheten waren Menschen mit dem besten Charakter. Alle Propheten waren Muslime. Inna dina inda Allahil Islam. Also die Religion bei Allah, die akzeptiert wird, ist der Islam. Der Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam war kein Lüstling, war kein Niswanji. Vorsicht! Der Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam hatte zwar mehr als eine Ehefrau gehabt, aber nicht immer. Die erste Ehefrau des Propheten Muhammad alayhi salatu wassalam war 15 Jahre älter als er und zweimal vor ihm verheiratet und hat zwei Kinder mit in die Ehe gebracht. Wann hat der Prophet Muhammad mehr als eine Frau gehabt? Nach ihrem Tod. Nach dem Tod von Khadija, seiner ersten Ehefrau. Diese Frauen, die der Prophet Muhammad geheiratet hatte, waren sie alle unverheiratete Frauen gewesen, also die noch nie geheiratet haben zuvor? Nein, alle waren zuvor verheiratet gewesen, außer Aisha. Möge Allah ihr gnädig sein. Er hat sie geheiratet und sie war in einem Alter, wo sie reif war. Und bei den Arabern war es Gewohnheit, dass die Familien ihre Töchter in diesem Alter verheiraten. Ja, sie war kein kleines Mädchen gewesen, so wie einige das so darstellen, sondern ein reifes Mädchen gewesen, in einem Alter, in dem die Araber ihre Töchter für gewöhnlich verheiraten. Es war die einzige Jungfrau gewesen, die der Prophet Muhammad geheiratet hatte. Sonst waren es alle Frauen gewesen, die Witwen waren, die geschieden waren, um die sich keiner gekümmert hat. Alte Frauen gewesen. Frauen gewesen, die Kinder hatten, um die sich keiner gekümmert hat. Und diese Frauen hat der Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam irgendwann später dann geheiratet, weil es Weisheiten hatte. Nicht, weil der Prophet ein Lüstling gewesen wäre. Wäre der Prophet ein Lüstling gewesen, dann wäre er in der Nacht, als er bei seiner jüngsten Frau war und bei seiner schönsten Frau war, Aisha, wäre er nicht zum Friedhof der Muslime gegangen und hätte dort bis zum Morgen Dua gemacht, sondern er wäre bei seiner Frau geblieben. Aber als Aisha dran war, ging er in der Nacht hinaus zum Baqi'a, zum Friedhof der Muslime und hat dann um Vergebung für die verstorbenen Muslime gebeten. Und auch hier ein Hinweis, es ist nicht haram, dass man in der Nacht zum Friedhof geht, so wie einige das sagen. Yani. Es ist makruh, dass man die ganze Nacht dort bleibt. Aber es ist nicht haram. Yani, geh in der Nacht zum Friedhof, aber bleib nicht die ganze Nacht dort. Kurz und geh wieder weg. Und wenn du kannst, nicht alleine hingehen, damit du dort nicht Gespenster siehst. Der Prophet Yusuf alayhi salam hat niemals die Absicht gehabt, Zina zu begehen. Und hat auch kein Zina begangen. Was er tun wollte, war, diese Frau wegzustoßen, die mit ihm Unzucht begehen wollte. Die mit ihm Zina begehen wollte. Er wollte sie wegstoßen. Nicht, er wollte mit ihr Unzucht begehen. Was wollte er? Er wollte sie wegstoßen. Hat es aber nicht gemacht, weil Allah ihm ein Zeichen gegeben hat, dass wenn du sie wegstoßen würdest, o Yusuf,
und jemand von ihren Angehörigen würde reinkommen, dann würde er sagen, du hättest sie gestoßen, um sie zu vergewaltigen. Damit das aber nicht passiert, hat er sie nicht weggestoßen, sondern ist direkt zur Tür, um hinauszugehen. Ganz wichtige Informationen über die Propheten Gottes. Diese Angelegenheiten sollten wir unbedingt kennen, liebe Brüder und Schwestern. Es gibt kleine Sünden, die erniedrigend sind, davor sind die Propheten auch geschützt. Und es gibt kleine Sünden, die nicht erniedrigend sind. Diese sind in Bezug auf die Propheten möglich. Also kleine erniedrigende Sünden sind in Bezug auf die Propheten unmöglich. Wie zum Beispiel eine Traubenbeere stehlen oder ein Brothappen stehlen, das ist in Bezug auf die Propheten unmöglich. Das ist eine kleine erniedrigende Sünde. Und dann gibt es kleine nicht erniedrigende Sünden, die in Bezug auf die Propheten möglich sind, wenn sie so etwas begehen, wie zum Beispiel im Falle des Propheten Adam, dann bereuen sie diese sofort, bevor die Menschen ihnen in dieser Sünde nachahmen. Denn sie sind Vorbilder. Ganz schnell noch, bevor wir die Geschichte erzählen. Wir haben gesagt, die Propheten sind immer vor Niederträchtigkeit geschützt. Vor dem Prophetentum und nach dem Prophetentum. Also waren die 10 Brüder von Yusuf, die ihn geschlagen haben, die ihren Vater angelogen haben, die ihren Bruder Yusuf in den Brunnen geworfen haben, keine Propheten. Sie haben Sünden begangen, Niederträchtigkeiten begangen, haben diese dann bereut. Aber auch wenn sie diese bereut haben, können sie keine Propheten sein. Denn Propheten begehen so etwas niemals. Weder vor dem Prophetentum, noch während sie Propheten sind. Es gibt eine Ausnahme unter den Brüdern von Yusuf. Binjamin war ein Prophet, denn er hat nicht an dem teilgenommen, was seine Brüder begangen haben. Taib, machen wir weiter, inshallah, mit einer Geschichte. Ainu Abu Kaunwe? Inshallah, bitte. Ktiblu. Unsere Geschichte hat heute die Überschrift: Ein Baumstamm gefüllt mit 1000 Goldmünzen und einer Botschaft schlägt sich durch die Wellen im Meer. Unser Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam versammelte einige seiner Gefährten, um ihnen eine von Allah offenbarte Geschichte zu erzählen. Er sollte ihnen eine Geschichte erzählen, die er von Allah offenbart bekam. Diese Geschichte handelte von Menschen aus der Zeit von Bani Israel, als sie noch dem Islam folgten. Denn Bani Israel waren zu einer Zeit Muslime. Es war einmal ein wahrhaftiger Händler, dessen Handel hinter dem Meer war. Er hat die Tijara begangen, aber auf dem anderen Land, hinter dem Meer. Eines Tages benötigte er Geld. Seine Frau sagte zu ihm, geh und leih dir Geld von jenem Mann, einem bestimmten Mann, denn er leiht Geld mit aufrichtiger Absicht für Allah. Er nutzt die Leute nicht aus. So wie heute einige Menschen anderen Geld leihen und die Menschen dabei ausnutzen. 100 Euro leihe ich dir, aber ich möchte 150 Euro zurück. Das ist Riba, Riba al-Qard. Möge Allah uns schützen. Der Händler ging zu diesem Mann und erzählte ihm seine Geschichte, wie er seinen Handel betreibt und dass er ihm das Geld zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückzahlen würde, er aber sich gedulden müsse, bis er wieder Geld hat, um ihm das Geld zurückzugeben. Der Mann war einverstanden und gab ihm 1000 Goldmünzen. Aber das war eine große Summe gewesen. Der Geldgeber fragte aber vorher, hast du niemanden, der für dich bürgt? Für den Fall, dass du nicht zahlen kannst, dass dieser andere für dich bürgt? Der Händler sagte, Allah genügt mir und auf ihn vertraue ich. Dann sagte der Geldgeber, okay, hast du aber keinen Zeugen? Der Händler sagte, Allah genügt als Zeuge. Der Geldgeber war einverstanden und gab ihm die 1000 Goldmünzen.
Mit dem Geld machte sich der Händler auf den Weg, überquerte das Meer und erreichte das Land auf der anderen Seite, um dort Handel zu betreiben. Dort trieb er Handel und erzielte Gewinn. Als der Tag der Rückzahlung kam, bereitete sich der Händler auf die Rückreise vor. Hört genau zu. Doch das Meer wütete mit stürmischem Wind und stürmischen Wellen, die so hoch schlugen, dass die Überfahrt unmöglich wurde. Aber auf dem Festland wartete der Geldgeber auf die vereinbarte Rückzahlung, 1000 Goldmünzen. In dieser Situation steht der Händler und das war eine große Herausforderung für ihn. Aber ihr wisst, liebe Brüder und Schwestern, Allah hat uns nur das auferlegt, wozu wir in der Lage sind. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dieser Mann war sehr treu bei allen Angelegenheiten und auch bei der Rückzahlung der Schulden. Nicht wie einige Leute, die leihen sich Geld und dann schon. Dann tun sie so, als hätten sie das vergessen. Er kam auf folgende Idee. Er nahm einen Baumstamm, höhlte ihn aus, ja, er grub so ein Loch da drinnen und legte die 1000 Goldmünzen hinein, schrieb eine Nachricht an den Geldgeber, legte sie auch in den Baumstamm. Dann bat er Allah um Schutz für den Baumstamm und darum, dass der Baumstamm den Geldgeber erreichen möge. Dann warf er den Baumstamm ins Meer und vertraute auf Allah. Er war fest davon überzeugt, dass die Goldmünzen ankommen und nicht verloren gehen werden. Als die Sonne untergegangen war, wartete der Geldgeber immer noch an der Küste und wollte gerade gehen, als er plötzlich einen großen Baumstamm auf die Küste treiben sah. Der Baumstamm gefiel ihm. Und er sagte, ich nehme ihn mit und mache Brennholz daraus. Hatab. Er nahm den Baumstamm mit nach Hause. Als sein Sohn den Baumstamm zu Brennholz zerkleinern wollte, entdeckte er die 1000 Goldmünzen und die Nachricht, die da drinnen geschrieben stand, die der Händler reintat. Und er freute sich, dass und wie die Goldmünzen zu ihm gekommen waren, dass die Goldmünzen überhaupt zu ihm gekommen waren und wie, auf welchem Weg. Das hat ihn erfreut. Merkt euch, wenn Allah gebeten wird, etwas aufzubewahren, dann bewahrt er es auf. Deswegen, wenn ihr von zu Hause rausgeht, dann bittet Allah immer um Aufbewahrung, um das Aufbewahren der Wohnung und dessen, was drinne ist, an Menschen und Gegenständen. Sag Allahumma inni astaudi'uka bayti wa ma fihi. Und auch wenn du von deinem Auto weggehst, sag Allahumma inni astaudi'uka bayti wa ma fihi. Und auch wenn du von deinem Auto weggehst, sag Allahumma inni astaudi'uka sayyarati. Am nächsten Tag war das Meer wieder ruhig und der Händler kehrte mit einem Schiff zurück und ging sofort zum Geldgeber. Aber nicht um zu sagen, scho uslo, nicht um zu sagen, sind sie angekommen, sondern um ihm 1000 Goldmünzen zu geben. Weil er dachte, dass die Goldmünzen vielleicht nicht angekommen waren. Ohne ihn zu fragen, ob die 1000 Goldmünzen angekommen sind oder nicht, wollte er ihm weitere 1000 Goldmünzen geben. Der Geldgeber sagte ihm, derjenige, den du gebeten hast, die 1000 Goldmünzen aufzubewahren, hat sie zu mir geführt. Der Geldgeber sagte dies, obwohl der Händler ihm nicht gesagt hatte, dass er die 1000 Goldmünzen in einen Baumstamm gelegt hatte.
Die Geschichte geht bis hierhin. Aber diese Geschichte beinhaltet sehr, sehr viele Lehren für uns alle. Als die Gefährten die Geschichte hörten, fragten sie einander, wer von den beiden, der Händler oder der Geldgeber, ist treuer, ist vertrauenswürdiger? Wer von den beiden? Der Geldgeber, der die 1000 Goldmünzen nicht ein zweites Mal annahm, weil er ja bereits schon die 1000 Goldmünzen bekam. Oder der Händler, der die 1000 Goldmünzen mit einem Baumstamm verschickte und dann beabsichtigte, sie dem Geldgeber ein zweites Mal zu übergeben, weil er davon ausging, dass sie nicht angekommen waren. Wer von den beiden ist vertrauenswürdiger? Amin. Wer von den beiden? Allahu a'lam. Das ist eine der erstaunlichen Geschichten, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über Menschen aus den früheren Gemeinschaften erzählt hat. Was wir aus dieser Geschichte lernen können, ist sehr viel. Dazu gehört, dass wir mit dem, was uns anvertraut wird, sehr vertrauensvoll umgehen müssen, mit der Amana. Daraus folgt, dass wir alles unterlassen müssen, was der Vertrauenswürdigkeit widerspricht. Jene begeht kein Khiana, kein Verrat, keine Untreue. Es ist sehr wichtig, dass jeder von uns genau über diese Geschichte nachdenkt und daraus lernt und schaut, wie die Zustände der Menschen vor uns waren. Warum hat der Prophet Muhammad alaihi salatu wassalam seinen Gefährten diese Geschichte erzählt? Um ihnen die Amana beizubringen, um ihnen die Vertrauenswürdigkeit beizubringen und ihnen zu zeigen, dass die Menschen früher gottesfürchtig waren. Subhanallah, gibt es noch jemanden, der so sehr darauf bedacht ist, seine Schulden auf diese Weise zu begleichen? Gibt es noch jemanden so? Gibt es noch jemanden wie dieser Geldgeber, der dem Händler jene nicht verschwiegen hat, dass er die 1000 Goldmünzen bereits erhalten hat? Hätte uns nicht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sondern jemand anderes diese Geschichte überliefert und erzählt, dann würden wir sagen, ach, das ist doch ein Märchen. Aber diese Geschichte ist wahr und hat der Prophet Muhammad erzählt, auf Offenbarung von Allah. Letzte Angelegenheit ist wahr und hat der Prophet Muhammad erzählt, auf Offenbarung von Allah. Letzte Angelegenheit, vielleicht können wir nicht das Gleiche tun, was diese zwei Personen gemacht haben. Wir sollten uns aber bemühen, das Anvertraute und die Schulden zurückzugeben und den Menschen für das Gute, das sie uns geben. Denkt darüber nach. Barakallahu fikum. Jetzt hören wir inshallah Koran-Rezitation, bevor wir das Asr-Gebet verrichten. اتفضل حاج حاج تفضل هون ايه خليه يقرا الحاج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا
والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم الفاتحة جماعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين